Willkommen bei der Sendung Fußball, 36. und letzte Runde der laufenden Meisterschaft und alle Entscheidungen sind offen. Wer wird österreichischer Fußballmeister? Sturm Graz oder Austria Wien? Wer muss absteigen? Eisenstadt oder Salzburg? Und noch eine Frage, wer belegt die UEFA Cup Plätze? Rapid und Admira Wacker sind da noch im Spiel. Also alle Entscheidungen offen, das sind die Spiele. Sie wissen es ja bereits wahrscheinlich, Sturm gegen Rapid in Graz, Austria GRK auf dem Sportclubplatz, Salzburg, Eisenstadt und dann noch Admira Föst. Das gestrige Spiel haben wir hier schon dabei. LASK gegen den Sportclub, es endete ja mit einem 4:1. Noch ein Blick auf die Tabelle, um uns die Ausgangsposition vor dieser entscheidenden Runde vielleicht noch einmal kurz anzusehen. Sturm hat die beste Ausgangsposition im Titelrennen, einen Punkt vor der Austria, die allerdings die bessere Tordifferenz hat. Und Rapid hat einen Punkt mehr als Admira Wacker. Am Tabellenende, die beiden letzten haben jeweils 21 Punkte, aber die Salzburger haben die bessere Tordifferenz, ihnen genügt also bereits ein Unentschieden. Sehr viel Brisanz, sehr viel Spannung und sehr viel Stimmung, vermutlich in Graz vor allem. Und wir haben unsere Reporter dort bereits postiert, um zu Beginn einen kurzen Stimmungsbericht zu liefern vor dem Spielbeginn. Und aus Graz meldet sich Robert Seger und aus dem Sportclubplatz Gerhard Zimmer. Und Suzukis auf Biegen oder Brechen. Checkpoint. Modernster Spielsalon, Treffpunkt. Fieberhafte Spannung in Graz, Liebenau. Wenige Minuten vor Beginn dieses meisterschaftsentscheidenden Spiels zwischen Sturm und Rapid. 20.000 Zuseher sind bereits seit langem im Stadion und füllen das Stadion Liebenau bis auf den letzten Platz. Das bringt Sturm zumindest einmal eine neue Rekordeinnahme von 1,6 Millionen Schilling. Aber eines ist für Sturm noch zu machen, der letzte Sieg, um aus eigener Kraft Meister werden zu können. Und auf den wartet Fußball Graz heute. 90 Minuten trennen Sturm noch, um Meister zu werden, wenn das Spiel gegen Rapid erfolgreich bestanden wird. Das Jahrhundertspiel, wie man diese Begegnung in Graz seit Tagen bereits bezeichnet. Erwartungsvolle Atmosphäre auf dem Sportclubplatz, rund 6.000 Zuschauer bei der Entscheidung Austria gegen GAK. Jugendlicher Optimismus bei den jungen Austria-Fans, etwas Skepsis beim GAK, der 6 Stammspieler ersetzen muss, und leichte Zuversicht bei der Austria-Mannschaft, aber auch leichte Zweifel, ob es noch gelingen wird, hier heute Meister zu werden. Bei der Austria fehlt in der Grundaufstellung Ernst Baumeister. Ja, danke für diese ersten Stimmungsberichte. Beginnen wir mit dem Spiel in Graz vor 22.000 Zuschauern, Sturm Graz gegen Rapid. Die Grazer haben die einfachere und bessere Ausgangsposition. Sie müssen gewinnen und dann können dann nicht mehr eingeholt werden. Also ein relativ einfacher Fall. Rapid braucht ebenfalls mindestens einen Punkt, um den begehrten UEFA Cup Platz zu erreichen. Der Kommentator des Spiels ist Hans Huber. Sturm in den weißen Leibchen beginnt dieses so entscheidende Spiel sehr aggressiv. Aber auch Rapid wirkt selbstbewusst, das ist Panenka, der tschechoslowakische Internationale. Rapid versucht natürlich in den ersten Minuten zu verzögern. Weber. Pregesbauer. Gröss. Wieder Pregesbauer. Und eine Möglichkeit für Hans Krankl. Rapid vorsichtig, aber doch sehr selbstbewusst. Aggressiver, dynamischer, aber Sturm. Bakota. Kopfball von Jürtin. Breber. Gute Möglichkeit. Bakota hat diese Chance mit dem Kopf vorgeführt. Die erste große Möglichkeit in diesem Spiel. Aber Sturm drängt weiter. Pichler, er ist auf Kranke angesetzt, findet aber auch Zeit, in den Angriff vorzugehen. Und Stendal fällt hier, er reklamiert 11 Meter.
Aber Schiedsrichter Linnemeier lässt weiterspielen. Steiner. Breber. Rapidabwehr steht sehr gut gestaffelt, glänzend organisiert von Weber. Bakota und Feuer. Sehr dramatisch diese Anfangsminuten. Und Reckersturm, die überlegene Mannschaft. Hier fällt Breber nach einer möglicherweise unfairen Attacke von Bregesbauer, aber das Spiel geht weiter. Freistoß, Pichler und einiges Glück für Torhüter Feurer. Ja, jetzt kommt Rapid doch immer mehr in Bedrängnis. Hickersberger. Harte Attacken auch von Seiten der Grazer. Man spürt hier in jeder Aktion, wie viel auf dem Spiel steht. Es war ein Foul von Panenka, das wir gesehen haben. Jetzt Kegelwitz. Kegelwitz, der sich immer wieder sehr viel Raum verschafft. Panenka, Panenka, Saria, Kegelwitz und Tor. 1:0 für Rapid. In der 38. Minute Torschütze Christian Kegelwitz. Wir sehen es hier noch einmal. Panenka, ein harter Schuss. Saria hat Mühe. Kegelwitz ist da. Und ins kurze Eck. Der Ball pendelt noch hinter die Linie. 1:0 also für Rapid nach 38 Minuten. Ja, und dieses Tor irritiert die Grazer doch einigermaßen. Gröss, noch eine große Möglichkeit, vergeben von Gröss. Aber Sturm kommt immer wieder. Stendal und Würtin. Wer hier bereit gewesen? 0:1 also zur Pause. Und nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Sturm hat ausgetauscht. Pfleger jetzt anstelle von Kulmer. Hier ist der Pfleger. Guter Haken. Und die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel. Rapid verlegt sich immer mehr aufs Kontern. Gröss, Kraus und Tor. 2:0 für Rapid, völlig überraschend. In der dritten Minute der zweiten Spielhälfte. Nach 48 Minuten, also 0:2 in Liebenau. Hier haben wir die Szene noch einmal. Gröss spielt geschickt auf für Kraus. Und der schiebt den Ball an Saria vorbei zum 2:0 für Rapid ins Tor. Ja, und jetzt wird es für Sturm schon sehr schwer. Pfleger. Pfleger fällt und Schiedsrichter Linnemeier entscheidet auf Elfmeter. Schiedsrichter Linnemeier entscheidet in dieser Situation auf Elfmeter. Also eine wirklich sehr umstrittene Entscheidung. Schauen wir uns das aber noch einmal an. Pfleger. Das ist die Attacke von Bregesbauer. Und dann Gaga. Elfmeter und Bakota stellt auf 1:2. Jetzt wieder bessere Chancen für Sturm. Vielleicht wird diese Aufholjagd noch belohnt. In der 50. Minute also 1:2. Begeisterung jetzt wieder auf den Rängen. Und Reikersturm macht das Spiel, dominiert. Aber Rapid ist bei Kontern immer wieder gefährlich. Kegelwitz und Saria. Aber mit diesem Tor hat Sturm doch wieder an Angriffsgeist gewonnen. Breber.
Ja, man spürt in vielen Aktionen die Nervosität bei den Grazern. Weber. Hickersberger, er spielt heute sehr dynamisch. Hat hier Glück, bleibt am Ball. Und Foul von Schaus. Foul von Schaus an Hickersberger. Eindeutig wurde Hickersberger an der Hand gehalten. Das gibt Elfmeter. Krankl. Saria hält. Das ist Kegelwitz. Und Tor. Im Nachschuss Christian Kegelwitz auf 3:1 für Rapid. Hier der Torschütze Christian Kegelwitz. Noch einmal diese Szene. Krankl, Saria, er rät das Eck, hält diesen scharfen Schuss, aber dann kommt Kegelwitz. Hier ist er. Und 3:1 für Rapid. Noch einmal Sturm, Bakota. Pfleger, ganz alleine. Und er vergibt diese große Möglichkeit. Der Sturm lässt einige große Chancen aus. Kegelwitz. Die letzten zwei Spielminuten Rapid führt mit 3:1. Kraus bleibt am Ball. Noch immer Kraus. Und Tor. 4:1 für Rapid. Kurz vor dem Schlusspfiff. Das ist die Entscheidung in Graz-Liebenau. Noch einmal dieses vierte Tor. Kraus bleibt bei diesem Pressball-Dribbling am Ball und verwandelt zum 4:1. Rapid gewinnt also mit 4:1. Tja, die erste Runde in diesem Fernduell Graz-Wien ging etwas überraschend eindeutig an Wien. Damit hat sich jetzt die Ausgangslage für die Austria natürlich sprunghaft verbessert, aber das war in diesem imaginären Fernduell, es war ja zu gleicher Spielbeginn, vorher natürlich nicht zu wissen. Die Entscheidung muss also jetzt auf dem Sportclubplatz fallen um den Meistertitel 1981 zwischen Austria, Wien und dem GRK. Der Reporter von diesem Spiel ist Edi Finger Junior. Rund 7000 Besucher auf dem Sportclubplatz. Die Wiener Austria beginnt in den weißen Leibchen von rechts nach links. Das war der erste Angriff der Grazer. Das Konzept der Wiener, ein schnelles Tor machen, damit die Nerven keinen Streich spielen. Pfeiler, die linke Sturmspitze. Wir sind in der vierten Minute. Solo vom Pfeiler und Tor. 1:0 für die Wiener Austria nach 4 Minuten. Torschütze Pfeiler. Ein großartiger Beginn. Nochmals dieses Solo. Sommer, der neue rechte Außendecker, passt nicht auf. Pfeiler und Tor. 1:0 nach 4 Minuten und damit natürlich die Wiener Austria mit sehr viel Selbstvertrauen. Gasselich. Bettkow, Ruben Plaser, er spielt für Baumeister. Plaser und Tor. Nach 6 Minuten führt die Austria 2:0 und ist damit auf dem Weg zur Titelverteidigung. Torschütze Ruben Plaser. Gasselich, Bettkow und gut überzogen diese Situation von Plaser. Ekmecic läuft heraus, hat aber keine Möglichkeit. Die Grazer versuchen das Spiel unter Kontrolle zu bringen, aber nach diesen schnellen Toren haben sie es sehr schwer. Robert Sara, der Kapitän der Wiener Austria. Gasselich. Walter Schachner, Möglichkeit für Schachner. Gasselich und Tor. 3:0 nach 13 Minuten durch Felix Gasselich. Schachner kämpft sich hier den Ball nochmals mit viel Einsatz. Schlechte Abwehr von Sommer. Und
der technisch perfekte Felix Gasselich zum 3:0. Aber die Wiener Austria ist eine Mannschaft, die manchmal, wenn sie schnelle Tore schießt, ein bisschen unkonzentriert wird. Sommer. Piegel. Riedl und Tor. 3:1 praktisch im Gegenstoß hat Riedl den ersten Treffer für den GRK geschossen, ebenfalls in der 13. Minute. Zorre attackiert hier zu spät, Piegel. Und ganz allein zum Schuss kommt Riedl, 3:1. Gammauf, der Vorstopper der Grazer. Der GRK spielt jetzt natürlich offensiv, man kann ja nur mehr aufholen. Gasselich. Möglichkeit für Schachner und Hohenwarter rettet. Die Grazer werden im Mittelfeld etwas stärker, wieder Gammauf, immer offensiv. Er ist ja gelernter Stürmer. Und Glück für Consilia an die Stange. Nach 20 etwas schwächeren Minuten kommt aber wieder die Wien Austria. Walter Schachner, wieder eine Möglichkeit für Schachner und diesmal ideal gemacht. Tor 4:1, das 13. Tor in dieser Meisterschaft von Walter Schachner. Und das dürfte die Vorentscheidung sein nach 38 Minuten. 4:1 Führung für Austria Memphis. Richtig gestartet Schachner, löst sich von Sepp Stering. Und über Torhüter Ekmecic zum 4:1. Ruben Plaser sehr oft am Ball heute. Freistoß für die Wien Austria. 4 Minuten sind noch bis zur Halbzeit zu spielen. Harry Fürst, er wurde in der 30. Minute für den verletzten Zorre ins Spiel genommen. Wieder Gasselich. Gasselich und Tor. 5:1 durch Felix Gasselich in der 41. Minute. Sein zweites Tor in diesem Spiel und beide Tore sind sich ja sehr ähnlich. Zweimal spielt er sich durch. Die Verteidigung der Grazer durch. Hohenwarter und Tor. Wir sind bereits in der zweiten Spielhälfte und die beginnt so, wie die erste aufgehört hat, mit Austria-Angriffen. Wieder Walter Schachner und wieder daneben. Bei den Grazern kommt in der zweiten Spielhälfte Ratschnik für Sommer in der Abwehr und auch Bürger wird ins Spiel gebracht. 9, das ist Leo Weiß. Drei Mohab, der Außendecker. Spirk, wieder Gammauf. Leo Weiß und Consilia. Pfeiler, Gasselich, man versucht jetzt bei der Austria jeden Angriff besonders schön zu machen, man will nur mehr schöne Tore schießen.
und Ekmecic. Beobachten Sie diese Szene. Die Zuschauer rufen zu Ekmecic, wie er steht in Graz. Und ein bisschen Schadenfreude ist hier schon auch dabei. Ruben Plasser, Robert Sara, der Kapitän der Wiener Austria, spielt heute sehr stark. Fürst, idealer Pass zu Petkov und Tor. 6:1 in der 67. Minute durch Petkov. Und damit haben alle drei Sturmspitzen der Wiener Austria heute Tore geschossen. Schachner, Petkov und Pfeiler. Idealer Pass von Fürst und sofort geschossen von Petkov. 6:1. Leo Weiß, Piegel und ins Außennetz. Die Zuschauer feiern schon den alten und neuen Meister Austria. Das Spiel ist entschieden, die Meisterschaft ist entschieden. Die Spieler warten nur mehr auf den Schlusspfiff. Wieder Leo Weiß. Minuten sind bereits vorbei. Schiedsrichter Brummeier wird in wenigen Augenblicken dieses Spiel und damit die Meisterschaft, das Titelrennen beenden. Robert Sara. Gasselig. Und das Spiel ist aus. Der österreichische Fußballmeister 1981 heißt wieder Austria Memphis. Und der scheidende Trainer Erich Hof wird von seinen Spielern beglückwünscht. Das war also das Meisterstück der Austria. Wir haben natürlich spontane Interviews sofort gemacht, aber zuvor wollen wir die nächste Entscheidung Ihnen noch einspielen, die Entscheidung um den Abstieg, möglicherweise eine theoretische, weil es ja Aufstockungsgespräche gibt bekanntlich, aber wie dem auch sei, Salzburg gegen Eisenstadt, den Salzburgern genügt ja bereits ein Unentschieden. Der Reporter ist Manfred Peierhuber. Über 12.000 Zuschauer in Salzburg lehen heute Nachmittag. So viele Besucher hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Viel Spannung in diesem Spiel. Die Salzburger vor der Pause von links nach rechts, ganz in Beispielend. Der erste Angriff der Salzburger über Lettner. Der pfeilschnelle Perlak und Martinschitz. Leichte Feldvorteile für die Salzburger schon in der Anfangsphase. Eisenstadt versucht zu kontern, wie hier über Fützi und ein Foul von Breitenberger, dem Ex-Teamspieler. Das sind Szenen aus den ersten 15 Minuten. Freistoßtrick der Eisenstädter, Schneider. Und wieder Schneider, der gefährlichste Stürmer der Burgenländer. Ein Gustl Starik war das und die Salzburger über Stadler und die erste große Möglichkeit. 30. Minute, Stadler an die Stange. Viele Fehler der Burgenländer im Mittelfeld, so wie wir das jetzt eben gesehen haben, und das gibt den Salzburgern immer wieder die Möglichkeit anzugreifen. Sehr fleißig Lettner, dann Schild. Einer seiner gefährlichen Sololäufe, Martinschitz, nochmal Schild und Kläuber auf der Linie. Zu diesem Zeitpunkt hätte es gut und gerne schon 2:0 für Casino Salzburg lauten können. Eisenstädter Konter sind selten, wenn dann immer wieder über Schneider, und hier ist Schöll bereits im Abseits. Der Verteidiger der Eisenstädter, hier haben Sie Schöll. Pausenstand in Salzburg 0:0.
Die Salzburger können gelöster spielen. Ihnen genügt ja ein Unentschieden, um in der ersten Division zu bleiben. Aber sie drücken weiter aufs Tempo. Kopfball von Schild und ein sehr nachdenklicher Günter Kaltenbrunner, der ja seit gestern offiziell Trainer des Wiener Sportclubs ist. Dann wird die Partie etwas härter, etwas ruppiger. Hier ein Foul von Schöll an Lettner. Das bringt die gelbe Karte von Schiedsrichter Fahndler. Es gab übrigens 3 in diesem Spiel. Für Kläuber noch, dem Eisenstädter, und für Schild, dem Salzburger. Perlack, Stadler. Achtung, Kopfball Gronsteiner. Und zum zweiten Mal treffen die Salzburger in diesem Spiel auf Holz. Das ist Gronsteiner. Dann Kü mit sehr viel Laufarbeit, Schneider und Pirnus. Rettensteiner schimpft mit seiner Abwehr. Und Achtung nun auf diese Szene. 75. Minute. Lettner. Schöll verstolpert sich, immer noch Lettner, und läuft auf Kläuber. Schiedsrichter Fahndler deutet auf den Elfmeterpunkt. Wir werden das gleich noch einmal sehen. Wahrscheinlich die Entscheidung in diesem Spiel. Achten Sie auf diese Szene. Meiner Ansicht nach kein Foul von Kläuber. Lettner ist ganz klar und eindeutig aufgelaufen. Aber Schiedsrichter Heinz Fahndler entscheidet auf Elfmeter. 15 Minuten vor dem Ende. Noch einmal diese Szene. Urteilen Sie selbst. Und Rettensteiner schießt den Elfmeter. 1:0 für Casino Salzburg. So wie in Jugoslawien Pantelic, der Nationaltormann. Rettensteiner hat seinen Gegenüber Martinčić bezwungen. 15 Minuten also vor dem Ende. Großer Jubel der 12.000 Zuschauer. Casino Salzburg führt 1:0. Und jetzt müssten die Eisenstädter, um in der ersten Division zu bleiben, sogar 2 Tore schießen. Sie werden auch jetzt offensiver in dieser Schlussphase. Wir sind bereits 6 Minuten vor dem Ende. Das ist Bauer. Rettensteiner reagiert nicht, und ein Stangenschuss der Burgenländer. Das hätte noch den Ausgleich bringen können. 2 Minuten nun vor dem Abpfiff. Gerd Schild, der Deutsche, bisher mit 9 Treffern in der Saison bester Schütze der Salzburger. Und der Schuss passt genau ins Kreuz. 2:0 für Casino Salzburg. Ein herrliches Tor von Gerd Schild, damit sein 10. Treffer. Er hat mit Laststürmer Doppel gleichgezogen. Ein typisches Schildtor. Salzburg gewinnt 2:0, bleibt in der ersten Division, und Eisenstadt bleibt nur die Hoffnung, dass möglicherweise doch noch aufgestockt wird. Auf alle Fälle ein eindeutig verdienter 2:0-Sieg von Austria Salzburg. Das 4. Spiel von heute war angesichts dieser Entscheidungen relativ unbedeutend, vor allem weil ja Rapid auch in Graz gewonnen hat. Admira Wacker gewann wohl gegen Föst mit 2:1, aber dennoch geht der UEFA-Cup-Platz an Rapid. Die Linzer gingen durch Heide in der 7. Minute 1:0 in Führung, und dann 2 Treffer von Hannes Demantke in der 38. und in der 66. Minute sicherten Admira Wacker den 2:1-Sieg. Ja, und jetzt zu den Emotionen, die nach der Meisterschaftsentscheidung zweifellos frei geworden sind. Auf der einen Seite die Freude, auf der anderen Seite die Depression. Zunächst die Freude um den 4. Meistertitel en suite. Das war zum ersten Mal der Fall bei Austria Wien. Ich schalte wieder zum Sportclubplatz zu Gerhard Zimmer. Großer Jubel jetzt um die Wiener Austria, die zum 4. Mal hintereinander österreichischer Fußballmeister geworden ist. Bruno Concilia, ich glaube, in der 2. Hälfte war die Konzentration der Mannschaft nicht mehr ganz in Ordnung. Man war eigentlich ganz in Graz bei Rapid gegen Sturm. Das ist richtig. Wir haben zur Pause 5:1 geführt und haben ständig uns informiert, wie es in Graz steht. Und wir müssen uns alle bei Rapid bedanken, die wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel in Graz gemacht haben und uns sehr geholfen haben. Wir bedanken uns bei den Mitspielern. Es war aber doch, glaube ich, eine Meisterleistung der Austria heute in den ersten 45 Minuten. Ja, wir haben voll gespielt von der ersten Minute weg.
haben gleich ein sehr schönes Tor gemacht, dann war die Spannung weg und so haben wir sehr gelöst gespielt. Phil Consiglia, gratuliere. Auch Sie sind nicht zum ersten Mal österreichischer Fußballmeister geworden. Sie waren ja schon mit Wacker Innsbruck Meister. Ich bin das sechste Mal österreichischer Meister geworden heute. Aber Gratulation. Phil, mir können wir geholfen, gell? Ernstl Baumeister auf der Bank gesessen und hat dieses Match als Reservist miterlebt. Wie war denn die Spannung auf der Bank? Ja, wenn man draußen sitzt, glaube ich, ist das immer schierer, dass man nervlich so belastet. Wenn man spielt, merkt man das gar nicht so. Von draußen fiebert man mit und außerdem hört man dann von Radio den Stand durch und die Nerven mal eigentlich zu zerreißen. Haben die Spieler vor dem Match noch geglaubt, dass es klappen könnte? Oder der Wiener Fußball so leben? Ein paar waren optimistisch, ein paar pessimistisch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben alle in Geheimen doch noch gehofft. Herr Baumeister, warum ist es diesmal so spannend geworden? Warum war es ein Herzschlagfinale? Warum hat die Austria nicht schon früher alles klar gemacht? Ja, wir haben leider zwei, drei Spieler gehabt, wo wir eine Schwächeperiode gehabt haben. Und ich glaube, Sturm war auch nicht so schlecht. Die haben konstant gut gespielt. Für eine Durchschnittsmannschaft eigentlich über ihre Verhältnisse hinausgespielt. Und durch das war das so spannend. Danke vielmals und auch Ihnen Gratulation zum Meistertitel. Dankeschön. Jetzt brandet die Begeisterung etwas über auf diesem Sportclubplatz, nachdem die Austria zum vierten Mal hintereinander Meister geworden ist. Robert Zara, ich glaube, es war der am schwersten erkämpfte Meistertitel von allen. Ja, am schwersten, am glücklichsten, weil Rapid hat uns Schützenhilfe gegeben. Wir hatten nur mehr Funkenchance, dass Rapid eben einen Punkt wegnimmt. Und Rapid hat heute überzeugend gewonnen und das ist noch schöner. Herr Zara, warum ist es so knapp geworden in dieser Meisterschaft? Ja, ich habe es zuvor schon gesagt, wir haben seit Stessel drei gute Spieler verloren, Morales, Baric und Proasco, und die sind nicht so schnell zu ersetzen. Und während der Meisterschaft sind ja auch einige ausgefallen. Ich denke da an Obermeier, an Consiglia, das auch ist auch Schachtner noch dazugekommen. Das Pech, heuer ist es nicht so gelaufen und vom Pech verfolgt. Darum sind wir jetzt vom Glück begünstigt gewesen im letzten Spiel. Wissen Sie, dass noch nie eine Mannschaft viermal hintereinander österreichischer Fußballmeister geworden ist? Ja, ich spiele seit 64 da und es ist für uns der schönste Erfolg, viermal hintereinander Meister zu werden und im Ganzen siebenmal bei der Austria. Gratuliere, Robert Zara. Gratuliere auch zu Ihrer heutigen Leistung. Ich glaube, Sie waren in diesem Match und in dieser Saison wieder einmal Vorbild für die österreichische Fußballjugend. Ich gratuliere Ihnen dazu. Danke. Das war die Freude in Wien. Nun zur Enttäuschung in Graz. Von dort aus Liebenau meldet sich wieder Robert Seger. Otto Baric, der Traum vom Meistertitel mit Sturm ist in der letzten Runde nicht realisiert worden. Es gab eine ganz klare Niederlage gegen Rapid. Gibt es Gründe jetzt, wenige Minuten nach Schluss aus Ihrer Sicht, warum es doch so klar daneben ging? Ja, wir wollten viel. Unsere Mannschaft hat gut gekämpft, aber wir waren nicht genug clever, muss ich sagen. Muss auch man in diesem Moment Rapid gratulieren. Sie haben sehr clever gespielt. Sie haben in ihrer Reihe drei, vier sehr gute Spieler. Und sie haben alle Chancen ausgenutzt. Was wir haben leider nicht. Wir haben auch genug Chancen. Aber muss man sagen, Sieg von Rapid war verdient. Weil wir sind noch leider nicht so reif, dass wir können so ein Spiel, ein wichtiges Spiel, über die Biene bringen. Dennoch sollte, glaube ich, die ganze Saison betrachtet, doch für die Zukunft einiges versprechen. Ja, ich bin zufrieden. Wir haben wirklich das ganze Jahr sehr gut gespielt. Aber natürlich, jetzt wollen wir am meisten, wir haben alle diese Zuschauer von uns sehr viel erwartet. Tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, dass wir in die Saale kommen und dass wir werden in Zukunft besser spielen. Andi Pichler, Sie sind der Kapitän der Mannschaft. Wenn Ihnen vor Meisterschaftsbeginn jemand gesagt hätte, Sie werden knapp hinter der Austria Zweiter, hätten Sie gesagt, das ist fast unmöglich. Jetzt aber, da Sie eine Runde vor Schluss Meister hätten werden können, ist die Enttäuschung natürlich ein bisschen groß. Ja, sicher, die Enttäuschung ist jetzt riesig groß bei uns. Wir haben jetzt doch mit dem Titel gerechnet. Nach dem heutigen Match sind wir noch nicht reif, den Meister zu machen. Wir können nur hoffen, dass wir in Zukunft noch stärker werden und routinierter spielen. Und hier die Tabelle. Österreichischer Fußballmeister ist also wieder Austria Wien mit einem Punkt Vorsprung vor Sturm, das den Torschützenkönig stellt mit Gernot Jürtin, der es auf 19 Treffer gebracht hatte. Rapid belegt neben Sturm Graz den zweiten UEFA-Cup-Platz, hat Mira Wacker Vierter und der österreichische Cupsieger GRK wurde Fünfter. Dann Föst, LASK, Sportclub am Tabellenende, Salzburg und letzter Eisenstadt. Ja, es war eine sehr spannende Meisterschaft und vor allem eine sehr spannende letzte Runde. Und wir sind am Ende dieser Sendung und melden uns wieder mit der nächsten aktuellen Sportsendung um 19.50 Uhr in FS1.